Willkommen in der fünften Übung. Hier geht es darum, einen Bruch zu implementieren, also eine Klasse Bruch, wo wir einen Zähler und einen Nenner ablegen können, am besten ganzzahlig, so wie wir es aus den ersten Brüchen aus der Schule kennen. Und mit denen sollen wir dann auch, sage ich mal, die Grundrechenarten plus minus mal geteilt ausführen können. Also eine Klasse Bruch. Und dann kann man irgendwas machen, zum Beispiel Viertel. Und dieser Bruch soll dann ein Viertel sein. Das heißt, wir können den Zähler auf 1 setzen und den Nenner auf 4. Und was sollten wir mit dem Bruch auch machen können? Wir können zum Beispiel auch sagen, wir haben noch einen anderen Bruch. Ein anderer Bruch. Und versuchen Sie es so hinzubekommen, dass man sagen kann, Ergebnis gleich, so, und dann irgendwie den ersten Bruch, also Viertel, addieren mit dem anderen Bruch und dann soll das Ergebnis quasi das Ergebnis der Addition sein. Und das soll gemacht werden für, also, fangen wir mit dem Einfachsten an, weil das habe ich schon mal gemacht, das ist also multiplizieren. Fangen Sie ruhig damit an, das ist das Einfachste. Das nächste, was Sie dann machen können, ist dividieren. Dann addieren und subtrahieren ist dann auch nur noch die Kür subtrahieren. Versuchen Sie das mal umzusetzen. Wenn Sie nicht wissen, wie man Brüche addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert, schauen Sie nochmal nach, irgendwie im Internet, in irgendwelcher Mathe-Literatur. Ansonsten sollten Sie sich daran erinnern, was Sie auch in der Schule gelernt haben. Und wenn das noch nicht genug ist und das relativ einfach für Sie ist oder Sie sich sowieso irgendwelche alten Vorlesungsaufzeichnungen angucken und sich dadurch selbst die Chance nehmen, etwas zu lernen und hin und her, dann wissen Sie auch schon, dass Kürzen sinnvoll wäre. Also, kann ja sein, dass man einen Bruch addiert und dann kommen da so Sachen raus wie 2/4 oder 4/8. Und 4/8 wissen wir ja, ist 1/2, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, den Bruch zu kürzen. Und wir dem Bruch sagen können, kürz dich mal und dann kommt, wenn das vorher 4/8 war, wird er dann zu 1/2. Ja, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Versuchen Sie es mal umzusetzen. Ich sage absichtlich nicht, wie die Attribute und Methoden auszusehen haben. Das ist halt auch Teil der Aufgabe. Ja, viel Erfolg und bis zur Musterlösung. Tschüss.